I'm happy on my own. Au, au, au. Making coffee just for one. And eating breakfast all alone. Fewer dishes to be done. Ihr habt es erkannt. Offensichtlich Samstag, sonst gäbe es bei uns kein Eierfrühstück. Ja, ich putze noch schnell fertig und dann machen wir heute mal wieder einen Vlog-Tag. No longer there to make. Gerade die ersten Aufnahmen abschneiden, schauen, ob Ton und Bild passt und Besuch bekommen. Die kleine Vlog-Bibi da. Das ist mal schön, so im Laufe des Tages kommen die beiden ab und dann mal runter und besuchen mich. Und sie hat immer ein Grinsen dabei. Was ist denn das? Speichel und Grinsen. Im Überfluss. Kleine außertourliche Aufgabe von Michaela geschickt bekommen. Und zwar der Spielzeugladen hier im Ort. Der hat wohl irgendwie so eine Aktion. Da bekommt man Bastelutensilien, um einen Weihnachts-Nikolaus-Stiefel zu basteln. Und den gibt man dann im Spielwarenladen wieder ab. Und dann können die Verwandten dorthin gehen und können den füllen mit Spielzeug und keine Ahnung was alles. Und ja, weil das bei uns am Ort ist und der Rest der Familie nicht, also von der Michaela ihrer Seite her, nicht hier am Ort wohnt, ob wir da schnell hin können. Und mit der Kleinen da jetzt losziehen ist ein bisschen nervig. Es ist auch nicht sonderlich schönes Wetter, recht vernebelt. Also werde ich kurz das Moped packen und dann stürzen wir da mal schnell hin. Und auf dem Weg dorthin, wenn ich eh schon mit dem Moped unterwegs bin, mache ich ein klein bisschen Vlog. Also Motovlog, so eine Minutenpassage, weil dann kann ich euch was erzählen über den Spielwarenladen. Das habe ich vorher noch nie gesehen. Ich weiß nicht, ob das woanders auch so ist, aber es ist eine sehr geile Idee. Und zwar. Du kannst, wenn dein Kind Geburtstag hat, dann kannst du da so eine Kiste mit dem Namen des Kindes kaufen. Steht dann dort im Laden. Und dann können die Kinder shoppen gehen mit der Kiste. Da packen sie dann alles rein, was sie sich wünschen würden, zusammen mit dir. Also du als Elternteil kannst da ein bisschen Einfluss drauf nehmen, was da drin landet und was nicht. Und dann bleibt die Kiste da im Spielzeugwarenladen. Und Freunde, Bekannte, Verwandte, die zum Geburtstag kommen, die können dann in den Laden reingehen und können sich aus dieser Kiste was raussuchen, was sie dem Kind dann quasi kaufen. Auf die Art und Weise gibt es gleich mehrere positive Effekte, die ich ganz toll finde. Du musst dir nicht irgendwie Gedanken machen, was du dem Kind schenkst, sondern du kannst dem Kind was schenken, was das Kind sich auch wirklich wünscht, was es wirklich haben wollte. Die Geschenke werden nicht irgendwo gekauft, sondern sie werden regional hier ortsansässig gekauft. Das heißt, hier wird die Wirtschaft und gerade so kleine Läden wie Spielzeugläden werden so ein bisschen unterstützt, statt dass jeder einfach bei Amazon einkauft. Und dann gibt es noch einen dritten Effekt, der ist jetzt eher positiv für die Eltern des Kindes. Und zwar wird dafür gesorgt, dass nicht irgendjemand irgendwas kauft, was du womöglich als Elternteil gar nicht willst, dass das Kind das bekommt, sondern du kannst eben beim Befüllen der Kiste schon ein bisschen Einfluss drauf nehmen, was das Kind eben bekommt oder nicht. Also wenn das Kind sich was aussucht, wo es sagt, boah, das ist ganz toll, und du aber der Meinung bist, du willst nicht, dass dein Kind mit so Zeug spielt, zum Beispiel, weil du dagegen bist, dass es mit irgendwelchen Spielzeugpistolen oder was weiß ich was, gibt ja so Eltern, die da ganz klar Dinge erlauben oder nicht erlauben, dann kannst du eben, wie gesagt, vorher schon Einfluss drauf nehmen. So, ich marschiere jetzt schnell in den Spielzeugladen und besorge mal diese Nikolaus-Stiefel-Bausätze oder was das ist. Okay, das läuft jetzt interessanterweise ein klein bisschen anders als ursprünglich gedacht. Also das sind jetzt hier diese Pappstiefel-Bausätze. Die werden von den Kindern halt ausgefüllt. Name wird draufgeschrieben und ob es Mädchen oder Junge ist. Man könnte jetzt fieserweise sagen, hier fehlt noch divers. Dann müssen, dürfen die Kinder den Stiefel noch bemalen und dann wird er von 8. bis, Datum habe ich mir jetzt nicht gemerkt, wird der Stiefel hier abgegeben und dann gibt es ein weiteres Stichdatum ab da, können die Kids sich den Stiefel wieder abholen und der Nikolaus hat die Dinger dann magisch mit Geschenken befüllt. Kostet nichts und ich habe jetzt gefragt, ob das ist wie bei den Kisten für die Geburtstage. Nein, da müssen nicht die Verwandten kommen und irgendwie was kaufen, sondern ja, das gibt es halt geschenkt. Ich meine, logisch, marketingtechnisch wird davon ausgegangen, dass wenn die Kinder dann im Laden sind, dass sie irgendwelche Begehrlichkeiten haben, was für Weihnachten noch gekauft wird.
Aber nichtsdestotrotz finde ich es ja unfassbar toll als Aktion für die Kinder. Und ganz ehrlich, ich kann es niemandem verdenken, wenn er da auf die Art und Weise Kinder in seinen Laden bekommen will. Und das ist die, ja, möchte ich mal behaupten, nobelste Art und Weise, wie man das tun kann, nämlich indem man dem Kind vorher auch erstmal ein Geschenk macht. Ist ja deswegen keine Verpflichtung, dass was gekauft wird. Also sehr, sehr coole Sache. Lässt sich der Laden hier scheinbar echt was kosten. Also guter Service am ja, zukünftigen Kunden. Mädchen. Jetzt wird ein bisschen geköchelt. Wir machen heute Chili con Carne und zwar nicht zuletzt, weil heute beim Frühstückszeug einkaufen ich beim Netto Biohackfleisch, reines Rinderhackfleisch für minus 30% ergattern konnte. Wenn es so minus 30% Fleischwaren gibt, da schlagen wir immer zu. Abendessen kochen, check. Ich muss sagen, mit den drei Packungen Hackfleisch ist es eher Carne con Chili. Aber wie es der Zufall will, das ist genau die Variante von Chili, die Maus am liebsten hat. Mach dich mal mein. Hey, was ist denn da oben? Ich will die Zähne sehen. Am besten ist, du fühlst das, also dass du mit dem Finger drüber gehst, spürt man so richtig die Kanten. Seit gestern ist uns aufgefallen, dass unten die ersten Zähne bei der Kleinen kommen. Und sobald man ja beim Mund aufmacht, geht automatisch immer so Zunge mit raus. Jetzt hat Michaela quasi 2 Tage gekämpft, dass sie mal was sieht. Aber sehen ist schwer. Die Verwandtschaft hat von der Tochter Fotos von den ersten Zähnen gemacht, so einfach so Mund auf, Foto von den Zähnen. Die unsere ist da geschammiger, die möchte die Zähne nicht herzeigen, gell? Ah, zeigst du Zähne? Mach mal ah. Sag pff. Jo, also Abendessen ist hergerichtet. Michaela ist heute Nachmittag dann unterwegs mit der Kleinen auf St. Martins Zug. Ich gebe noch mit dem Motorrad nach. Jede Gelegenheit nutzen. Und bis dahin gibt es noch kurz ein bisschen gearbeitet. Mal schauen, ich werde euch aber auf dem St. Martinszug noch mitnehmen. Ja, aber wie ist eben keine Zeit zum Kochen und deswegen haben wir das jetzt schon im Vorfeld erledigt und hat sich für heute das Chili angeboten, einfach weil das heute Abend besser schmeckt als jetzt. Im Gegensatz zum Hähnchen. Wenn ich jetzt ein Hähnchen gemacht hätte, hätte dann abends keiner mehr essen wollen. All my time has come to end.
Bip, bip, bip.